Rund 7500 Flüchtlinge sind allein seit vergangenem Donnerstag im Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet worden. Das berichten die libysche und die italienische Küstenwache. Der dramatische Anstieg verläuft aber nicht ohne Katastrophen, denn überlebende Augenzeugen berichten von gesunkenen Schlauchbooten. Die italienische Küstenwache hat uns informiert, dass sie ein Boot mit 70 Migranten gerettet haben. Diese haben von einem zweiten Boot mit weiteren 70 Menschen an Bord gesprochen, das vermisst wird. Wir versuchen gerade mehr Informationen zu bekommen, aber das erhöht die Zahl der Toten und Vermissten seit Jahresbeginn auf mehr als 1150. Nach verschiedenen Berichten könnten vergangenes Wochenende hunderte Flüchtlinge ertrunken sein. Die Flüchtlingshelfer bemerken, dass im Moment sehr viele Familien die tödliche Gefahr auf sich nehmen, um über das Mittelmeer zu fliehen. Eine Folge der immer noch andauernden blutigen Kämpfe in Syrien und der Tatsache, dass es für die Flüchtlinge in Libyen selbst immer unsicherer wird.